Oh, was ist da hin? Allerdings könnte das vielleicht der Friedhof sein? Oh Mann, nee. Warum wollte ich mich eigentlich umbringen? Ich bin Rauber im Stamm. Zumindest im Ansatz. Boah, die sind gut. Ich glaube, das sind die gleichen Krieger, die damals in dem Tempel waren. Gegen die ich damals schon nichts ausrichten konnte. Ah ja, ich kann jetzt so gut wie nicht angreifen. Ich habe keine Chance. Die nehmen unendlich viel Speere, oder? Also. Ja, die reden nicht mit einem, die sind sehr speziell. Ah, verflucht. Kann ich die vielleicht auf Distanz? Oh, das zieht denen gut was ab, oder? Ach ne, so gut wie gar nichts. Das ist einfach der, den ich vorhin schon angegriffen habe. Und ich habe jetzt gleich keinen Proviant mehr. Ich habe nur noch einen Proviant dabei. Schon, den schaffe ich. Also, wird jetzt nicht hier runterfallen. So, dich kriege ich. Komm schon her. So schnell tanze, verdammt. Okay, nach denen zwei gehe ich hier wieder runter. Mir hat auch definitiv mein Leben ausgekommen. Ich locke ihn nochmal an. Und schon kommt der nächste. Ach ja, klasse, komm. Da habe ich doch eh keine Chance dagegen. Kann mich jetzt ruhig eine Weile verfolgen, wenn er Lust dazu hat. Sei gespannt, ob er mich aus dem ganzen Gebiet raus verfolgt. Irgendwie glaube ich es nicht. Wenn er kommt, dann soll er kommen. Scheint aber nicht so. Ah, okay. Also gut. So, mein Proviant ist aufgebraucht. Komplett. Scheiße. Also ich brauche dringend mehr Proviant. Gerade wenn ich mich jetzt durch den Dschungel schlag. Oh Mann, oh Mann. Alles nicht so einfach. Gut, dann geht's hier weiter. Noch zu den Turmen. Ich hoffe mal, da versucht mich jetzt mal niemand umzubringen. Das wäre mal wirklich von Vorteil. Taurus. Hey, wer bist du denn? Ein Pirat. Aber keiner von Crows Leuten. Bist wohl auf Schatzsuche, was? Naja, mir soll's recht sein. Wegen mir kannst du dich eine Weile am Feuer ausruhen, solange du mir keine Probleme machst. Okay. Was machst du hier? Ich bewache den Turm. Ein Turm? Wir haben weiter oben ein kleines Lager mit einem Turm. Da sitzt ein Molukke, der von der Patrouille aufgegriffen wurde. Warum habt ihr ihn eingesperrt? So lautet der Befehl. Ein paar Tage im Turm und sie werden brav wie die Lämmer. Danach kann man sie zum Arbeiten. Naja, komm, stehen sie jetzt nun wieder. Ich werde gerade von Arbeit sprechen. Willst du dir ein paar Goldstücke verdienen? Was soll ich für dich tun? Ich habe hier eine goldene Statue. Die ist zwar hübsch, aber man kann sie nicht essen. Aber Tito hat was zu essen. So. Ah, verdammt unbequemer Stuhl, also, so. Bring ihm die Statue. Entschuldigung. Lass dir dafür ein Fleischpaket geben. Und das soll ich dir bringen? So wie es aussieht, werde ich noch eine Weile hier draußen sein. Bis ich mal abgelöst werde, bin ich längst verhungert. Wer ist Tito und wo finde ich ihn? Tito ist der Schlachter. Er bewegt seinen fetten Hintern nicht aus Puerto Isabella raus. Nett. Such ihn bei den Schweinen. Gib mir die Statue, dann erledige ich deinen Job. Alles klar. Hast du nicht zu viel Zeit mit dem Fleischpaket? Molukkengötze erhalten. Jetzt mal gucken, was kann der, was tut der? Unvergreiflich. Schade. So, vielleicht kann ich ja hier jetzt mal wieder ein bisschen Essen zusammenbraten. Also, gibt insgesamt auch wieder 10. Perfekt, ich muss nur wieder drauflegen.
Benutzbares. Auf 4 war es, auf 3 war der Speer, genau. So. Hier schlafen wir mal. Oh, guten Tag. Bis zum Morgen. Guten Morgen. Ja, so, ein scheiß Bett. So, ja. Ja, weiter. Gut, dann geht's aufwärts, würde ich sagen, ne? Ich hoffe, die bringt mich jetzt dann auch um. Ist hier überhaupt jemand? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Okay, das ist die gesuchte Person. Der rede ich gleich. Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Ja, schöner Bug. Oh naja, hey, hier ist gar keiner. Okay, das ist natürlich cool. Hi, Capuchico, Cucho. Hey, Chani schickt mich. Ich will dich befreien. Chani, das ist gut. Also, irgendwelche Vorschläge, wie ich dich hier rauskriege? Der Schlüssel. Die Wache hat ihn fallen lassen. Hier im Hof. Ich geh mal suchen. Okay. Ziemlich dumme Wache. Ist irgendwo hier im Hof liegt ein Schlüssel. Ich sehe keinen. Ah. Ding. Okay, das war jetzt etwas arg einfach. Alles klar, ich hab den Schlüssel. Ich lass dich raus und dann bringe ich dich zurück zu den Chaganumbi. Die Wache wird uns nicht gehen lassen. Das werden wir ja sehen. Gut, ich werde vorgehen. Yalla, yalla. Okay, nochmal speichern, mal gucken, wie stark der Ganze ist. Okay, und wer den Rücken zudreht, hat er natürlich verkackt. Klasse Platz zum Kämpfen, ey, muss ich sagen. Trifft er eigentlich mit seinen schwulen Speeren auch mal? Nö. Ah, also. Er ist verärgert. Hau, gehen wir. Oh nein, oh, zum Glück. Ich hasse es. Hey, hey, was glaubst du, was du da machst? Du kannst doch nicht einfach mit unserem Gefangenen abhauen. Kann ich einschüchtern 30? Ich bin noch nicht gut natürlich genug. Natürlich nicht. So gut bin ich auch nicht. Guck doch mal weg. Du spinnst ja wohl. Jetzt kannst du was erleben. Was gleich wieder. Ärger? Komm her. Ach, komm. Ich muss ihn doch nur nach unten locken, oder? Komm schon, können wir uns doch mal beide drum. Wie wär das denn, du Pussy, echt? Na, also, gibt er jetzt auf. Egal, wir laufen einfach weiter, komm. Bis der sich aufgerappelt hat. Dauert's noch eine Weile, so. Mit dem Tempo können wir jetzt wieder bis da hochlaufen, das stellt's in euer Ernst. Kann ich mich nachher mischen? Ah, gut, ich kann mich wieder hierher teleportieren. Praktisch. So, zumindest habe ich jetzt das Vertrauen der... Du hattest recht, Gucho. Das war leichter, als ich dachte. Ja, und jetzt lass uns abhauen, damit das auch so bleibt. Ich kann noch nicht zurückgehen. Was ist denn noch? Ich muss das Chaganumbi-Idol finden. Ich habe es in einem Busch geworfen, als die Blauröcke kamen. Dann lass uns dorthin gehen. Chi, Hoshi, folge mir. Oh Mann. Wieso kriegen die eigentlich auch nie was alleine hin?
Schrecklich. Oh je, ich hasse dieses Rumgelatsche. Du willst mich verarschen, nicht da oben, oder? Hier habe ich das Idol weggeworfen. Geh du es suchen, ich halte ein Auge auf die Blaurücke. Ja, danke. Wow, das war ja jetzt schwer. Ich hab das Idol, wir können gehen. Gut gemacht, Hoshi. Los, weiter. Ja, wie weit ist das? Das ist schon ein ordentliches Stück jetzt. Oh Mann. Nachdem wir ihn abgeliefert haben, wurde auch wieder eine Aufnahmepause gemacht. Definitiv. Wo ist der jetzt hin? Ja, lauf. Komm mit mir. Nicht rückwärts, danke. Wo will denn der hin? Hier müssen wir vorsichtig sein. Du darfst nicht zu nah an den Tempel der Erde hereingehen, sonst werden wir angegriffen. Nicht mehr. Sind dort nicht die Krieger aus deinem Lager? Chi, das ist richtig. Die Tonka haben den Befehl, auf alle zu schießen, die ihnen zu nahe kommen. Chakabakir und Crow dürfen nicht gestört werden. Klingt ja nicht gerade sehr gastfreundlich. Nein, aber wir dürfen nicht riskieren, dass der Zorn der Götter uns ereilt. Der Zorn der Götter? Frage Chani, wenn du mehr wissen willst. Gehen wir lieber weiter. Okay. Ich glaube, dieses Voodoo-Zeug wird nachher ganz spaßig. Apropos, wir können mal kurz gucken. Ich habe schon wieder 3000 Ruhm. Das geht jetzt ja schon mal auf Klingen. Das wird ja wohl wichtiger sein dann. Ich mit 4 kann ich später noch irgendwas Ordentliches lernen. Dann haben wir jetzt noch 3500 Gold. Damit wird mir wohl was anfangen können. Naja, weit ist es ja nicht mehr. Naja, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, zumindest ist die Landschaft schön und dadurch wertet es die ganzen Laufstrecken einfach wieder auf. Jetzt so wie es in Risen 1 war, dass man da wirklich mal ewig lang durch immer gleich aussehen Wald läuft, ist halt irgendwie etwas, ja, auf die Dauer etwas auf die Nerven doch, ging dann ziemlich auf die Nerven nach der Zeit. Und diesmal brauchen wir zum Glück in dem Spiel keine Teleportsteine mehr. Dann ist das ja alles kein Problem mehr. Was ich mich frage, der muss doch schwitzen in diesem Outfit. Naja. Ich danke dir, Gucho. Die Shaganumbi werden von deiner Tat erfahren. So, dann rede ich noch kurz mit der Chani. Dann wird's auch passen. Hoffentlich. Ich habe Tahana befreit. Na, was sagst du jetzt? Tawonga, Pirat. Du hast wahr gesprochen und Taten gezeigt. Darum höre, was ich sage. Die Shaganumbi fürchten sich vor der Macht der Tivas. Bakir und die Tonkas folgen Craw aus Angst vor dem Gayo Tiva. Ich habe keine Angst. Das weiß ich, Pirat. Aber du kannst dich nicht alleine gegen die Piraten stellen. Das schaffst selbst du nicht. Dann hilf mir, gegen Crow zu kämpfen. Das werde ich, aber wir stürmen nicht los wie die Keiler. Ich habe einen Plan. Was ist das für ein Plan? Das will ich dir sagen. Doch zuvor verlange ich, dass du mir dein Wort gibst. Nur wenn ich dir vertrauen kann, gehen wir den Weg gemeinsam. Was genau bedeutet für dich, ich gebe dir mein Wort? Ich führe dich in die Geheimnisse des Voodoo und gehe mit dir zum Tempel der Erde, aber... Es gibt immer einen Haken. Aber du gehst nicht zurück zu den Guchos mit ihren Donnerstöcken. Der Weg der Blauröcke ist nicht der Weg der Shaganumbi. Ist ja schon mal, ich denke darüber nach. Nachher kann ich nämlich in die Stadt und kann da keine Quest mehr machen. Das wäre natürlich ziemlich unschön. Ich denke darüber nach. Okay.
So, dann mache ich doch hier bei diesem wunderschönen Ausblick, mache ich doch kleine kurze Aufnahmepause und dann würde ich sagen, sieht man sich das nächste Mal, wenn ich mir die Stadt anschaue. Also, bis dann!